Hallo und herzlich willkommen zur neunten und möglicherweise letzten Episode von Eye of the Beholder 3. Wie ihr vielleicht schon den Klang von meiner Stimme gehört habt, freue ich mich, dass endlich Eye of the Beholder 3 endet. Obwohl ein paar nette Sachen dabei sind, will ja nicht alles schlecht reden, gehen wir viele Sachen einfach. Das ist nicht so schön wie in Eye of the Beholder 1 oder 2, wo man die Rätsel lösen konnte, wo alles sinnlich ist, wo die Story Sinn machte. Hier ist einfach nur Frust viel dabei, leider auch. Aber gut, sei es wie es sei. Wir haben uns durchgekämpft. Zwar nicht ohne Unterstützung des Internets, sonst hätte ich es vielleicht so auch wieder nicht geschafft. Oder nur nach vielen, vielen Probieren. Da bin ich einfach schon zu alt, um das ewig auszuprobieren. Ja, und wir haben jetzt das geile +5 Schwert Dortzimmer. Und wir können da jetzt so, ja, Level 3 vom Latanda-Tempel gehen. Wir werden aber rasten. Da man, ich schon vorgelesen habe, dass man oben nicht mehr rasten kann. Und zusätzlich, ja, es Sinn macht, sowieso mal wieder sich aufzufrischen. So, dann machen wir mal kurz einen Bless. Können wir wieder hin und her springen. So, sind wir gebufft. Ab geht's. Latanda spreads its protective light over all in this holy hall of sanctuary. Ui, was bist denn du? Okay, da warst irgendwas. Okay. Ich schätze fast hier das gleiche. So, nein, doch nicht. Okay, aber. Okay. Gut, hier ging's runter. Be welcome, friends, and partake of Lothanders Bounty. Ja, fahren wir halt mal wo an. So toll, dass manche Türen brauchen, warten manche nicht. Ah, ja, kommen immer lustigere Monster. Ach Gott, ich bin verwirrt. Ah, hier brauche ich einen Key. Nicht zufällig ein Copper Key im Stadt. Es wäre cool, wenn einfach ein Key funktionieren würde. Vom Mage Dungeon, die wir zuhauf haben. Ja, aber wir halten so. Und dass hier noch Lockpicks funktionieren. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Haben wir schon mal einen Key. Potion of Healing. Und wahrscheinlich eine ziemlich gute Hellebarde. +4 und +3. Ist alles schon +4. Ja, wir brauchen sie eigentlich nicht mitnehmen, aber solange wir Platz haben, nehmen wir sie halt mal mit. Ah, okay. Doch. Ja, hier ist es mal wieder rauskommt. Okay. Hier habe ich leider mich spoilern lassen, weil ich vorgelesen habe. Angeblich sind das nur Illusionen, aber ich spreche lieber. Ja, sind es wirklich.
Ich mach so viel Schaden. Back auf Incense, auf Incest, nein, auf Incense. Ah, da ist der Copper Key, den wir brauchen. Okay, das ist sonst nichts. Und was ist da? Ember of Hope, das brauchen wir sicher. Moment, bevor ich da... Okay, anscheinend gibt es sonst nichts, zumindest sieht es so aus. A Faith. Okay, da waren wir überall schon. Bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich mich nicht komplett verlaufen habe. Noch ein Copper Key. Good, the cups of good cheer bring forth the heroes. Was hast du denn jetzt auf Bodies? Freely irgendwas. Okay. Copper, copper, copper key. The lock. The smallest of embers can ignite hope internal. Okay, das müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso machen. Kurz schauen, damit ich da nichts übersehe. Da gehen Stiegen nochmal nach oben. Ah, Copper Key. David Copper Key. Ne, das ist klar, dass noch einer kommt. Unable to budge the door. Noch ein Copper-Käse. Jetzt hausieren sie damit schon. Nur, dass diese Tür sich nicht öffnen lässt. Hätte sein können. Wenn man schon dick hat. Na, gehen wir da mal rauf. Oh, nochmal ein geiler Sand. Okay, das ist ein Teleporter. Boah, jetzt sagte ich schon, ich bin schon bei meinem Gegner. Cleric Scroll of Resurrection. Magic Stuff. Plus 4, ne? Wenn man noch einen kleinen Magierstab haben will. Ja genau, das beamt dann immer daher, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich hab da auch was gelesen, kurze Probier. Hätte es sein können. Moment mal. Sind das schon verschiedene Sachen? Mhm.
Hier bin ich nicht sicher, aber ich habe ja auch noch zu viel Kies als hier schon. Aber ich dachte, ich bin schon ziemlich am Ende. Okay, man braucht mal einen speziellen Schlüssel. Aber das könnte hier wirklich schon fast das Ende sein. Wenn ich da einen speziellen Key habe, ist da vielleicht schon aus. Okay. Das habe ich gemacht. Das geht nicht auf. Ich den Key schon genommen. Da ist diese S-Dom-Falle. Moment mal, nochmal zurück zur S-Dom-Falle. Ah, noch was. Cup of Gucci. This mold encrusted hardtrack has become infected with legion of writing maggots. Sehr genau. Alles verrottet. The cups of Gucci bring forth the heroes of feast. Mehr von den könnte vielleicht reingestellt. Potion of Poison. Burn the key of passing. Was muss ich da eingeben? Also der Sound macht den fertig. Kurz schauen, ob ich es finde auf die Schnelle. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Aber ich bin gerade. Bitte haltet die Fresse. So.
hat mich jetzt schon leicht fertig gemacht. Doch nur so ein Raum. Na, no, es ist keine Statue flottan dort unten. Da ist auch ein Gang, keine Tür, die dahin führt. Sieben irgendwas. Place the embers and the beacons found it. Sieben D. Also eigentlich sollte hier ein Schlüssel, also den Schlüssel, den wir brauchen, liegen, aber er liegt hier nicht. Jetzt verlaufe ich mich. Faith must be go for all so good for. Okay, da brauche ich den Faith Key. Seite ge. Aber den habe ich leider noch nicht. Ah, okay. Wieder was gefunden. Ah. Da gibt's noch weitere, aber so viele habe ich gar nicht. Ah, weil ich habe keine. Okay, die muss ich alle machen. Oh. Noch so ein. Muss ich die da reinstellen? Ich glaube fast. The Cup of Gucci bring forth the heroes of feast. Aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Gut, such mir mal die letzte Koppertür, würde ich sagen. Ups, nochmal drauf. Ah, das ist das
schon war. Ah. Das ist neu. Habe ich ja wirklich noch nie gehabt. Ach so. True Seeing ist nicht mehr. Okay, aber das habe ich eh schon. Rasten kann ich ja hier nicht. Bei ihr ist leider auch weg. Ist jetzt Storm. Gut. Habe ich schon gemacht, dass ich da einen Stein übersehen hätte. Schauen wir sicherheitshalber. Anscheinend muss es dann noch einen geben. Vielleicht gibt es den auch hinter der letzten Tür, die ich noch nicht gefunden habe. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja, das ist noch nicht erledigt. Ich eile hier verzweifelt herum. Genau, hier ist dann das, wo ich hin muss. Wir bleiben jetzt einfach immer nach rechts. Okay, da müsste dann der Schlüssel auftauchen, wenn ich alle habe. Aber ich habe ja noch nicht alle, weil hier fehlt sie noch. Sie hat jetzt leider auch ihren Zauber nicht mehr. Tut mir ein bisschen. Die Zauberstäbe auch brauchen. Moment. With the returns of hope to the temple has come the return of Lathander's bounty. The hall before you is full of marvelous food and drink. An aura of joy, power and new beginners permeates the hall, comforting the both body and soul. As you partake of the feast, your wounds vanish before your eyes and you feel a new sense of readiness for the final battle against the Dark God. Okay, jetzt sind wir wirklich, glaube ich, kurz am Ende. Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Muss ich jetzt noch schnell finden. Nee, dort wo ich das noch einsetzen kann. Weil ich glaube, ich bin kurz davor. Ja. Und jetzt ist hoffentlich in diesen einen Altar dann. Der Schlüssel da. Jedenfalls hat Lathander mir nochmal ein feines Fest bereitet. Ah, da muss ich noch kurz weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich zufällig das Richtige finde. Okay, da hätte ich aber jetzt einen Schlüssel da erwartet. Und der ist immer noch nicht da. Gut, ich habe auch noch einen Copper Key. Aber das heißt, irgendwo habe ich was noch nicht geschafft.
Na gut. Machen wir einfach so weit, immer nach rechts gehen. Jetzt sind sie jetzt. Das sagt ihm nach rechts gehen. Okay. Ah, schau, da liegen auch noch mal welche. Okay. Firestorm. Eieiei, geil. Okay, jetzt habe ich nochmal ein bisschen. Rasten würde ich ja noch immer nicht können. Nein. Dann heile ich mal ein bisschen. Und dann speichern wir nochmal. So. Ja, immer nach rechts gegangen. So, würde ich sagen, machen wir das auch weiter. Lassen wir einfach die Mitte sein. Oh, noch was gefunden. Flail plus 4 und Schild plus 4. Unglaublich. So ein Schild da. Das Flail braucht auch keiner. Ja. Leider, Flail kann man nur vorne. Aber cool. Schön, das was wir gefunden haben. Aber man braucht es echt mehr, genauso wie der Stab. The fuck, wer braucht einen magischen Stab? Wie gesagt, ich gehe immer rechts. Okay, ja, hier war ich aber schon. Irgendwo muss noch sowas geben. Jetzt bin ich ja wieder da. Ja, aber stimmt, das heilt mich. Hätte ich mir das Heal eigentlich sparen können. War ich hier noch nicht? Oder war ich hier schon? Es kann natürlich sein, dass ich hier schon war. Jetzt drehe ich mich ein bisschen im Kreise. Fan gefeastet. Ah, scheiße, wieder hier. Ich habe mir gerade gedacht, ich werde dann noch kurz ausblühen, aber ich glaube, ich muss das eben ablegen. Irgendwo muss noch so eins sein.
wo ich diesen Ember of Hope ablegen kann. Ah, das muss ich noch finden. Genau, das ist wieder das. Da kann ich eigentlich noch nichts machen. Ja, und ich schätze, hier bringt der Ember of Hope nichts. Nein. Und den habe ich auch schon probiert. Jetzt werde ich aber kurz auf der Karte schauen. Ah, bis die, okay, es muss noch irgendwo ein Beacon geben. Oder? Place them. 7a. Hier ist einer. Also eigentlich nur gerade in alle Richtungen. Okay. Muss nur kurz wieder zurückfinden. Anscheinend bin ich dann nur immer vorbeigelaufen die ganze Zeit. Please, let me find the, das, wo ich die Kelche reingegeben habe. Oh, zufälligerweise, warum auch immer, sogar richtig gelaufen. Genau. Okay. So, jetzt. Und das müsste eigentlich, wenn ich nur gerade gehe. Genau. Jetzt muss ich nur mehr. Lass uns ein bisschen feasten. Muss ich nur mehr zu dem Dings wieder finden. Hoffe ich. Aber natürlich bin ich jetzt falsch. Also ein Schild, den ich nicht brauche. Ich muss jetzt wieder diesen Altarraum finden. Ist der nicht da? Ah, und jetzt habe ich den Key of Faith. Und jetzt muss ich nur mehr. Es
gesagt, sich so leicht in einen Raum finden mit dem Teleport und ich glaube, dann bin ich ein Endgegner. So ungefähr, glaube ich. Muss nicht sein, aber ich glaub's. Nein, aber ist es nicht gleich daneben gewesen? Na? Verdammt, bin so dumm. Was war das nochmal? Na, das war überhaupt nicht schwer zu finden, oder? Ja, das kann's nicht sein. So. Ich bin bei dem da. Gehen wir nochmal zurück. Nein. Oder? Ah, ich bin mir ziemlich sicher, nein, aber... Boah, ich bin echt so dumm. Moment, da ist wieder die Stiege nach oben. Irgendwann müssen wir es finden. Jesus. Genau. So, hasten wir uns. Ich weiß nicht, ob wir schon beim Endgegner sind, aber ich schaue trotzdem, dass ich nochmal alles, was möglich ist, buffe. Safe Game. Schauen wir mal, ob wir beim Endgegner sind. Nein, noch nicht. Against these gates neither stealth nor sword nor prayer shall prevail. No one in the party is evil. Okay, und wie komme ich da jetzt durch? Ach Gott, ich muss Dispel Magic verwenden. Ich nehme mal an, ich kann nicht rasten. Oh, jetzt kann ich wieder rasten, okay. Super. Weil ich muss oben Dispel Magic verwenden. Okay, speichern. Deswegen sollte nichts können verwendet werden. Da sowieso alles weg ist. Habe ich überhaupt irgendwo Dispel Magic? Habe ich einen Wand of Dispel Magic noch? Sonst muss ich sogar umspellen.
Schwächter Stone, Eisstone, Ball of Alpha Ball, Lightning Ball, Cone of Cold, Magic Missile, Fee, Fireball. Also ich muss noch mal runter und für Yara zwei Display Magic, damit ich alle Türen öffnen kann. Feuerbälle ja sowieso nicht mehr. So. Ah, okay. Gottes will die Sounds. Weil. Warum? Ach Gott, ich hab die Dings noch in der Hand. Jetzt kann ich nochmal rasten. Weil ich noch die Zauberstäbe in der Hand hatte. So. Death Knights. That is already under the name of a prayer spell. Okay, da kann man sich's spielen lassen. Muss ich da irgendwas reingeben, wie den Orb? Weiß es nicht. Hast du schon? Mehr gibt's da gar nicht. Crystal Key. Nochmal richtig viele Monster. Das sind sogar schon. Aber die machen nicht richtig was. Sind so urviele, aber eigentlich machen sie nichts, weil ich einfach zu viel Schaden mache. Shield Bruce 3 Cold Sun Mask. Keine Ahnung, ob ich den brauche. Gott, ich dachte, es wäre schon das Ende. Okay, da braucht man noch so einen Key, den wir nicht haben. Wir werden einfach wieder alles ablaufen. Und hier gibt's auch noch ein. Okay, also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Keys.
Was haben wir da wieder? Ein magischen Speer. Was sagt man dazu? Plus 4 Speer. Hammer Freud. Und plus 3. Schau, wie er wieder zurückkommt. Ist der nicht süß? Das 3 Mace, lass mal auch da. Das sind Zauber, die man unbedingt braucht jetzt. Oder Items. Not. Das ist ja fast in die Hose gegangen. Jetzt noch die Tür. Es gibt ja nicht, dass das alles gewesen ist. Hier ist sicher wieder irgendwo ein Schlüssel versteckt. Ah, hier komme ich schon raus, ich raste mal. Oh, ich bin zu kurz vom Ziel. Aber sie bauen natürlich nochmal ein Rätsel ein. Wäre auch zu einfach. Wo ist die Nummer 3? Okay. Hier ist wirklich nicht mehr als Death Knights. Hier ist auch nicht mehr als das. Hier ist mehr. Ja, wir werden nochmal alles abgehen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. So, also wieder rauf. Da ist. Scheiße, ich dachte, ich schaffe so einen Schaden. So, gehen wir mal komplett rechts alles ab. Ist hier sicher nichts. Sieht so aus. Ah, schau, hier sind wir. Wow! Ein Fireball, den brauche ich genau jetzt.
Und da ist der andere Key. Na, Coin. Was man auch immer eine Coin braucht. Trinken wir was Gutes, schmecke gut. So, rein mit der Key. Ich glaube, dass man das nicht angreifen sollte. Ich speichere und probiere es aber trotzdem. Genau. Mit einfach Schaden. Oh, das heißt, das war's? Ich mach mal kurz. Okay. Und ich schätze, der Coin hilft da auch nicht. Gut. Was macht dieses dumme Teil? Alter, warum bin ich jetzt wieder in Level 3? Ich will in Level 4. Ja, keine Ahnung, aber dadurch habe ich einen Schlüssel für nichts. Wo muss man das machen? Deswegen, das muss ich jetzt nachlesen. Okay, das habe ich mir gedacht. Okay, habe ich mich doch vertan und verlesen. Ziehen.
Ah, woanders. Es kann schon sein, dass das was gebracht hat und irgendwo was aufgegangen ist. Nur die Frage ist, was? Oh, immer hier rasten können. Und es wird wieder eine langweilige Session. Ich weiß, was soll ich tun? Warum müssen die vor dem Endgegner noch so unnötig komplizierte Rätsel einbauen? Boah, wenn das Spiel fertig, bin ich so froh, wirklich. Eye of the Beholder 3 ist einfach kein Spaß. So. Geh einfach jetzt weiter, alles nach rechts ab, ja, genau, da war ich schon. Oh, ich will nimmer, ich will nicht mehr, es tut mir leid. Es muss ein Horror sein zum Zuschauen, dieses Let's Play, aber ich habe keinen Spaß mehr an diesem Game, weil es schon zu lange dauert, nur so unnötige Rätsel sind, ohne Erklärung. Ja, und hier wäre die andere Tür. Ich habe noch keinen Key. Muss ich den fucking dritten Key finden? Nicht hier. Irgendwas versteckt irgendwo. Aha. Ich laufe tausendmal das Gleiche. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert, aber bei mir passiert bald was, oder? Und jedes Mal laufe ich in diese fucking Falle. So. Wo sind die Keys?
The fuck? Das muss mal kommen. Wir haben da schon so einen Fountain irgendwo gehabt und da muss man diesen Coin reinhauen. Ist eh logisch, weil den werden man haut ja in den Brunnen eine Münze und dadurch bekommt man den Key, der mir noch abgeht. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob ich den Brunnen wieder finde. Scheiße! Diese Falle geht mir schon so am fucking Arsch. Wo ist dieser Brunnen? 5a bis C. Ah, direkt am Start, na gut, dass ich gestorben bin. Weiß ich wieder, wo der Brunnen war. Was? Aber das ist so unnötige Sucherei, was man hier machen muss. Ich will hier endlich raus. Bin ich wieder hier? Gibt's ja nicht. Verlauf mich in dem Scheiß. Ihr hört, ich bin echt anpisst. Ich bin so für in das Spiel fertig, so wirklich. Nicht umsonst habe ich schon als Kind dieses Spiel nicht gekonnt, aber es macht's einfach nicht besser. Bin ich wieder hier? Doch, ich muss doch daher. So, da ist nämlich der Brunnen. Ja. Und da ist der Key, na kommt her. Endlich, so. Jetzt. Wieder da rein. Wieder da rein. Und hoffen, dass ich bald das Jaule höre. Jetzt
finde. Ich wette, dass ich jetzt wieder ewig diese Tür nicht finde. Oh, Kinder. Wie geht das wieder? Muss ich da jetzt das von Magic machen? Nein. Ach Gott. Du wirst es nicht, ihr werdet es nicht glauben. Ich muss jetzt aus diesen einen Raum da trinken. Und dann sollte das angeblich gehen. Und wenn ich mich nicht verlaufe, sollte ich sogar wirklich wahr. Und den Stuff brauche ich für. Wow. Crazy. Jetzt den Stuff brauche ich für das Ding, das man da gesehen hat. Also für das Teufelsgesicht oder was auch immer das ist. Ich mich nicht irre. Das wird hier hoffentlich bald da sein. Dieses Schattenwesen, das da war an der Wand. Okay, ich raste jetzt. So ein Schattenwesen habe ich gemacht. So, Save Game. Jetzt muss ich nachlesen. Ja, und jetzt habe ich den Use the Stuff to Dispel the Shadow. Ja, was bringt mir das, dass ich das gemacht habe? Ja, probier es einfach aus. Vielleicht ist hier irgendwo jetzt da was offen oder so. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat. Weil der Stuff ist weg.
Okay, da muss jetzt anscheinend was offen sein. Wie komme ich da hin? Geradeaus. At Location 13, Moment. Ah, da ist 13, okay, bis ich anstehe. Dann nach rechts. Ja, und jetzt ist plötzlich da eine Tür. So, und jetzt sind wir wirklich beim Endgegner. Ach, Gott sei Dank. Ah! Und der bekommt jetzt einen Timestop ab, aber sowas von. Gut. Beenden wir das Spiel. Welcome, fabled heroes. It's my long yearned life, the conquest of the city not reward. Das ist wirklich der Haber, was auch immer das ist. Ist der normaler, keine Ahnung. Haha. So du noch so, als hätte er einen tollen Plan gemacht, indem wir dein Licht umgebracht haben. Oh, er ist so ein toller Gott und dann braucht er uns, um ein Licht zu töten. Ach Gott, was für ein Lob. Jetzt nichts machen, weil Timestop, ha? Aber es gibt ein. Lol, ist sogar er ein Timestop? Er ist auch ein Timestop. Das ist echt das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Timestop. Alter, also das passt so richtig zu Eye of the Beholder, weil my friends, you have done it. You have saved Mythrono and thus this world from the wrath of this dark power. As we speak, other powers are at work to ensure that this island that it shall never wreak its havoc again in this plane of existence. If the Dark God had any more time, there is no telling how many of these shadow creatures would have come through the gate. Do not fret over the death of Aquilin. His task is done here. It is time for the living to protect what is right and just. Na schön, wir haben's geschafft. Well met, heroes. Let us be the first to congratulate you and thank you for what you have done here today for all life. For your courageous and valiant deeds, we, the Knights of Mythrono, offer you membership into our company. Who knows, perhaps this is the first step to rebuilding Mythrono, the symbol of peace and harmony for a long past. Schön, wie sie uns angeboten jetzt haben, dass wir Ehrenmitglieder von der Guards of Mythrona waren. Hallo, wir sind Götter hier. Also eins bin ich mir sicher, Eye of the Beholder 3 werde ich nie wieder spielen. Und das ist der Abschluss. Tja, was kann ich da noch sagen? Eye of the Beholder 1, sehr gut für die Zeit. Eye of the Beholder 2, wow, einfach nur wow. Kenne ich von früher noch immer so geil. Spielt sich locker, ist verständlich, die Quests sind verständlich. Eins ist, alles ist irgendwie verständlich. Eye of the Beholder 3. Mühselig. Quest, die man nicht versteht. Super tricky, super schwer.
Vor allem, wo man einfach nur laden kann, weil es einfach keinen Kong gibt. Und so weiter und so fort. Und man kann es nicht mal auf Deutsch spielen. Ja, leider. Schade. Westwood ist leider weggegangen vom zweiten, nach dem zweiten Teil, weil sonst wäre vielleicht After Beholder 3 ganz was anderes. Aber so ist es halt nur, naja, irgendwas geworden. Und der Abschluss, dass ich den Endgegner, der zwar wirklich relativ viel ausgehalten hat, das muss man zugeben, aber mit Timestop konnte er nichts machen. Das ist so lächerlich. Ja. Also, was soll man sagen? After Beholder ist es auf jeden Fall wert, also die Reihe zu spielen. Ob man After Beholder 3 spielen muss, ist jedem überlassen. Es gibt ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel die Wasserwelt ist ja an sich, finde ich, eine coole Idee. Aber ist halt auch hart, aber eine coole Idee. Was mir gefällt, sind so gewisse Sachen, die sie eingebaut haben am Anfang der Wald, wo man sich durchs Holz schlagen kann. Negativ dafür, das Mausoleum, das keine Sau braucht und eigentlich auch nur nervig ist. Mit schon Fallen, wo man nie wieder rauskommt, wenn man nicht weiß, was man tun muss, zum Beispiel. Mythrono selber ist eigentlich ganz nett, kann man schön durchlaufen. Der Magierturm an sich ist ja auch ganz okay, da sind die Rätsel gar nicht so hart, aber wie gesagt, bis es halt dann zur Wasserwelt geht, da ist dann wirklich knackig. Ja, und jetzt der Tempel Vladhanda, diese Rätsel, come on, hey. Also das ist teilweise Raten pur. Also ich weiß nicht, ich glaube selbst jetzt nicht ohne Hilfe und wenn ich Zeit ohne Ende hätte, würde ich das lösen. Respekt den Leuten, die das gleich beim First Try geschafft haben. Wirklich. Also können wir wirklich zusammenfassen. Eye of the Beholder 1 und 2, spielt es. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt und Lust habt auf alte Rollenspiele, mehr oder weniger Rollenspiele, mit Dungeon Dragons Lizenz. Super, absolut empfehlenswert. After Beholder 3, wenn man sehr frustresistent ist und man natürlich sagt, okay, jetzt habe ich schon zwei Teile gespielt und will meinen Charakter noch weiterspielen, dann macht es, könnt ihr machen. Ja. Sei es wie es sei, wir haben es geschafft und sind fertig mit der Eye of the Beholder-Reihe. Und als nächstes kann ich schon ein bisschen teasen, werde ich als Vorgeschmack, so, ich muss kurz meine Library öffnen. Werde ich Realms of Arcania 1 bis 3 spielen, also die Schicksalsklinge, Sternenschweif von Chatnurior, DSA-Klassiker, die ersten coolen DSA-Computerspiele und immer noch eins der besten überhaupt. Ich hätte ja gern die HD-Version gespielt, aber die HD-Version erstens mal verbuggt. Das hätte ich noch überweggeschaut, weil es ja wirklich viele Bugs behoben haben. Und ich habe auch beide HD-Versionen. Das ist schon das Problem. Beide. Es gibt nur Sternenschweif und Chatnurior und nicht. Entschuldigung, Schicksalsklinge und Sternschweif und nicht den dritten Teil Schattenhüter und deswegen, ja, werde ich lieber die Original spielen. Das nämlich auch was, was ich schon immer als Kindheit machen wollte, weil 1 und 2 habe ich geschafft in der Kindheit, das weiß ich, aber 3, interessanterweise, habe ich zumindest in der Kindheit nicht geschafft. Dann will ich sie jetzt auf jeden Fall nochmal spielen und wieder versuchen, so gut wie möglich alles zu erleben, was es zu erleben gibt. Auf jeden Fall viel frustresistenter und wird mir mit Sicherheit Bombenspaß machen, das weiß ich jetzt schon. Freu dich darauf, da werde ich nicht mehr der Grumpy Knubsen sein, sondern wieder der Happy Knubsen, wo ich viel erzählen kann, so wie es schon vor allem bei Eye of the Beholder 2 immer wieder sagen konnte, ja, mach das und da kann das und da, das ist cool und so weiter. Bei Eye of the Beholder 3 bin ich wie ein blindes Huhn herumgelaufen. Und vor allem am Schluss tut es mir nochmal sehr leid, dass ich eigentlich nur mehr googeln musste die ganze Zeit, weil ich kein Rätsel mehr verstand. Das sind vor allem im Temple of Latanda Worte, fuck, das muss man mal hinbekommen. Gerne könnt ihr mich flamen, wenn ihr sagt, hey, come on, das ist eigentlich super easy, das Spiel. Dann bitte schreibt's mir. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür. Aber das sind jetzt meine Fazit zu dem Ganzen. Freut euch auf das, was kommt. Danke, dass ihr zuschaut. Haut Kommentare rein, wenn ihr mich flamen wollt. Haut Kommentare rein, wenn ihr mit mir leidet.
oder gelitten habt jetzt mit auf der Beholder 3 oder wenn ihr sonst was sagen wollt. Ja, und wir hören, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Tja, nicht mehr auf der Beholder, sondern wie gesagt, sehr wahrscheinlich Realms of Arcania. Blade of Destiny, wie es auf Englisch heißen wird. Gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Euer Knupson. Bye, bye.